Vamos, amigos. Guacamole. Alex kocht mexikanisch. Heute wird endlich scharf mit mexikanischer Küche. Und peppigen Gewürzen. Zwei verschiedene Chilisorten. Aber hat das Essen auch Pep? An und für sich wäre das für mich jetzt ein recht langweiliges Gericht. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre, wenn das Chili eine leichte Schärfe gehabt hätte. Ja, aber Entschuldigung, da steht doch genug am Tisch rum. Mein Lokal, dein Lokal in Regensburg. Es ist Tag 4. Seit Montag führt das 905 mit 34 von 40 Punkten. Heute lädt Alex zur Fiesta Mexicana ins Guacamole. Spitzenkoch Mike Süßer muss das Lokal gar nicht lange suchen. Wo muss ich denn hier lang? Hier geht's los, ne? Mitten in der Innenstadt in Regensburg ist der Alex jetzt dran. Und aufgepasst, Restaurant heißt Guacamole. Das ist Mexican Food und der kann's, der muss es können. Und zwar ist der junge Mann in Mexiko geboren, in Mexico City und hat dort schon 3 Läden gehabt. Und jetzt ist er in der einzigen wirklichen Kochsendung, wo so ein junger Mann hingehört. Mein Lokal, dein Lokal. Das Guacamole hat Alex vor 7 Jahren eröffnet. Ich glaube schon, dass wir einzigartig sind. Wir kochen wie in Mexiko. Ich komme aus Mexiko und die Rezepte, die wir machen, sind, was wir in Mexiko tatsächlich essen und aus Leidenschaft. Das ist ja dann quasi wie gestern auch beim Teng. Authentischer geht's ja nicht. Mexiko, Mexiko. Mexikanisches Essen steckt meistens in verschiedenen Teigtaschen. Wegen meiner Frau bin ich nach Deutschland gekommen. Ich wollte am Anfang nicht mehr mit der Gastro was machen, aber am Ende mache ich das sehr gerne. Und ich glaube, es hat ein richtiges mexikanisches Restaurant gefällt. Und deswegen sind wir da. Der Profi kommt. Chef selber am Alex, bist du Koch, oder was? Ja, ja. Hola. Außerdem ist Alex der Geschäftsführer und hat ein Team von 20 Leuten. Oh, schön, modern. Ja, richtig cool. Ja, danke. Du hast ja eine starke Karriere, ne? Also ich habe gehört, seit 16 hier und vorher aber original in Mexiko geboren und dort gelebt. Genau. Und 3 Lokale gehabt. Genau. Ich habe mit 20 angefangen, ja. Ein kleines Restaurant in Mexiko. Ja. Und jetzt sind wir hier. Ich habe schon gedacht, der hat sich mit irgendeinem so Kartell angelegt. Deswegen musste er die Läden zumachen, nach Deutschland flüchten. Aber da macht man kein Fernsehen. So ein bisschen hat es so eine Anmutung auf Franchise gehend. Oder es ist schon ein bisschen durchdacht, ja, hier, ne? Am Anfang war so eine Art Fast Food, Fast Casual Food. Ja, Fast Casual mit nur 5 Gerichte. Ja. Die Leute haben an der Theke bestellt. Und nach der Pandemie habe ich mir gedacht, machen wir es gescheit mit Bedienung. Und 2021 habe ich das Konzept geändert. Ja. Und es ist so geworden. Cool. Viel mehr Auswahl, okay. Authentisch. Und wird auch angenommen. Super. Naja, also man merkt, dass er absoluter Geschäftsmann ist und auch schon sehr lange dabei ist mit Erfahrung. Und jetzt ist es einfach dann tatsächlich schon wirklich mehr zum Restaurant geworden. So verstehe ich seine Erklärung mit Service etc. Vorher war mehr Selbstbedienung. Kann Gastronom Alex denn auch kochen? Da höre ich doch was. Shepard, hey. So. Vorbereitungstür. Also ja. Hast ja schon noch ein bisschen da, ne? Da Abwasch, da noch was. Da auch noch Küche, oder was? Genau. Etwa 60 Quadratmeter Platz gibt's zum Brutzeln. Also Küchengröße ist ja völlig in Ordnung. Draußen vorne ist einfach der Küchenbereich, wo die Leute mal zuschauen können. Und er hat halt hinten genügend Vorbereitungsfläche. Das ist ja wichtig. Okay, mein Lieber, was für ein Gericht bekomme ich von dir? Wir machen heute Cochinita Pibil. Das ist eine Art Pulled Pork. Gut, wenn er sagt Pulled Pork, dann ist das irgendwie geschmort auf jeden Fall. Ich nehme an, dass die Aromatik sich ein bisschen anders darstellt. Ein bisschen eben Mexiko-Style. Aber ob das jetzt gerubbt wird oder wie eingelegt wird, das muss er uns jetzt schon zeigen. Ich würde jetzt Das ist Schweinenacken. Schweinenacken. Okay, ist das auch typisch für euch? Oder? Genau. Da das Nackenstück keinen Knochen hat, lässt es sich gut verarbeiten. Wir machen dann die Marinade. Das ist diese Achiote-Paste. Das ist ja aus der Anatto-Pflanze, ne? Anatto-Samen. Natürlicher Farbstoffgeber. Cheddar-Käse wird zum Teil mit dem eingefärbt.
Dazu kommen Orangensaft und Weißweinessig. Zimt? Ja, Zimt. Ja, nee, nicht Thema. Viel, ja. Ja, ist ein Thema, ne? Außerdem Oregano, schwarzer und weißer Pfeffer. So, jetzt, das ist das ist Kümmel. Kümmel. In diese mexikanische Kreuzkümmel. Kumin. Kumin, genau. Kreuzkümmel. Jetzt fehlt der Marinade nur noch Salz und ein Pürierstab. Das sind die Bananenblätter, ja, die wir schon kurz auf der Grillplatte. Ja, das macht man, wenn sie elastisch sind, weil genau. Sonst sind sie so steif und hart. Und wenn ihr mal Bock auf sowas habt, man kann die tatsächlich in Deutschland in Großmärkten sogar mittlerweile schon kaufen. Und jetzt sage ich euch was, wenn ihr es im Großmarkt kauft, ja, kostet eine Lawine und bringt im Grunde genommen uns außer der Nostalgie einen Scheißdreck. Bei unserer Technik können wir das ohne Bananenblätter machen. Willst du es im Ganzen ausgelegt haben? Wie muss ich mir das vorstellen? Also die Seiten müssen außerhalb bleiben, dass wir dann... Okay, so ungefähr, da einreißen. Das Bananenblattbett speichert die Feuchtigkeit und hält das Fleisch saftig. Schön eingepackt. Jawohl. So, und jetzt machen wir zu. Ja. Das geht zum Ofen, aber wir machen jetzt unsere Zwiebeln. Ah, okay, das ist gut, dass wir das noch schnell fertig machen. Und das machen wir gleich. Das sehen wir dann. Übrigens, diese Zwiebelchen, das ist ja bei jedem Essen, werden die in Mexiko dazugereicht. Cebollas encurtidas heißen die kurz eingelegten Zwiebeln. Das ist auch ein bisschen, muss ein bisschen säuerlich sein. Aha, das ist. Ein mehr frisch gepresste Limettensaft. Okay. Alex würzt außerdem mit Essig, Chili, Oregano. Oregano ist typisch. Okay. Ich mag es mit ein bisschen mehr Oregano gerne. Mhm. Bist du der Oregano-Typ? Genau. Dann ein bisschen Pfeffer. Ja. Und Salz. Und das ist ganz einfach, das können wir nachmachen. Und dann? Die Zwiebel ist geklaut. Genau. Chili darf ich reingeben? Machen wir die Hälfte. Genau. Damit ich es probieren kann wahrscheinlich. Genau. Okay, passt, super. Für den perfekten Geschmack muss die Mischung noch einige Stunden ruhen. Ja, geil. Oh, Alter, hast recht. Bist du wahnsinnig. Ist es scharf? Ja, noch nicht, oder? Schon? Doch. Ich bin ja auch kein Mexikaner, Mann. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt mir so eine ganze Variante, ne? Genau. Ballast. Wie heißt das ganze Gericht? Haben wir das eigentlich schon mal genannt heute? Was Tacos. 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 Drei Tacos. Drei Tacos, ja. Ab und zu vergessen wir das, ne? Normal sollen wir es immer vorher erzählen. Hauptsache, ihr vergesst das Fleisch nicht. Zumachen und wir stellen dann 12 Stunden. Okay. Und dann normalerweise... Auf welcher Temperatur denn? 90 Grad. Das ist ein schönes Beispiel, was dann nachts passiert, normal, ne? Wenn der Laden eben nicht besetzt ist, geschlossen ist. Er hat natürlich was vorbereitet, logisch. Das ist dein Pulled Pork. Siehst du, es ist schon... Ziemlich saftig, ziemlich... Ja. Ja, das wird heiß gelegt, das ist gezupft. Was wir hier jetzt sehen, das ist ja auch beheizt, ne? Das muss man den Leuten mal sagen. Genau. Das ist dein Mise en Place, deine Vorbereitung. Ne? Ich bin gespannt, was da kommt. Drei verschiedene. Wieso haust du ab? Ich hau ab. Du musst anrichten. Alex will Mike auf original mexikanische Art ködern. Mike, deine Tacos sind fertig. Gibst du mehr? Komm zu dir. Warte doch auf den Service, Mike. Ach so, normal ist gar keine Selbstbedienung mehr. Ja, hat schon geholfen. Cool, das sind Tacos. Gefällt mir. In der Mitte der, den ist wir jetzt diese Pulled Pork, die wir jetzt gemacht haben. 10,90 Euro kostet das Taco-Trio. Was mir sofort auffällt, sind, dass deine Tacos nicht diese typischen Supermarkt-Tacos sind. Die sind weich. Die sind weich. Die. Und sie sind auch aus Mais gemacht. Genau. Und das schmeckt man, Leute. Wirklich, probiert das aus. Alle, die Mais grundsätzlich ja mögen, die werden einfach auch damit mehr Spaß haben. Und was haben wir hier? Hier hast du Carnitas. Das ist auch eine Art Pulled Pork. Und dann hast du Hähnchenbruststreifen mit ein bisschen Red Cabbage obendrauf. Auf jeden Taco gehören außerdem Limettensaft und Salsa on top. Was ich jetzt zum Beispiel bei dem, den wir ja produziert haben, jetzt wirklich schön finde. Sehr saftig, gut geschmort. Dann hat es diese süßlich-säuerlichen Zwiebeln oben drauf. Ich finde, das gibt eben noch eine Frische. Dann frischen Koriander drauf. Also ganz toll mit dem Käse.
Und dann die Guacamole ist für mich so das i-Tüpfelchen jetzt bei dem. Ne? Ich finde die trockene Variante gut, der Hühnchen klasse. Mir gefällt's. Sehr ich finde es gut, mich, dass du quasi in unserer, ja, man muss ja bald sagen, internationalen Runde diese Woche dabei bist. Ja. Ne? Freut mich, vielen Dank. Danke dir. Und ja. Ja, ich nasche jetzt weiter. Jawohl. Da filmen wir nicht mehr so viel hin, wenn der Mike den Schnabel aufreißt. Ne? Mike isst weiter, das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, der Mike hat mir keinen Tipp gegeben oder eine Empfehlung. Weil ich glaube, ihm hat es gut geschmeckt. Es gab keinen Tipp, weil sie gut waren. Es gibt nichts zu verbessern. Und ich freue mich drauf, was da jetzt so passieren und serviert wird. Wie lautet dein Fazit? Ja, das nenne ich jetzt mal Fancy Food. Ne? Total geil. Ne? Tag 4 und wir haben jetzt Mexiko auf den Zungen gehabt. Sehr authentisch. Die Mais-Tacos, sensationell. Für mich war das richtig gut. Er ist ein cleverer junger Mann. Und ich behaupte jetzt schon mal, das Guacamole sehen wir in anderen Städten Deutschlands bald.